Ja, dann herzlich willkommen zum FX Weekly Forecast Update am heutigen Dienstag, dem 29.01.2013 um 12 Uhr mittags. Und ja, wir machen ein ganz kurzes Update zum großen FX Weekly Forecast Video vom Wochenende. Das findet ihr in der FX Weekly Forecast bei Next Level Trader Gruppe. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Und wir gehen heute wieder den British Pound US-Dollar durch, den New Zealand Dollar US-Dollar, den Aussie US-Dollar, den Euro British Pound, den Euro US-Dollar und last but not least den Euro gegen den Aussie Dollar. Ja, beginnen wir direkt mit dem Great British Pound US-Dollar. Hier hat sich tatsächlich jetzt was getan. Wir schauen hier kurz in den Daily Chart und wir sehen im FX Weekly Forecast von Samstag, sagte ich bereits, wir kämpfen hier an dem Level bei der 1,5767 ein wichtiges Support-Level, was auch automatisch ein Nackenlinie- und Breakout-Level für ein aufsteigendes Dreieck in der Vergangenheit war. Und ich habe auch damals gesagt, wenn wir das durchnehmen, dann könnten wir einen weiteren Short-Move sehen. Damit befinden wir uns auch auf einer größeren Timeframe wie im Daily-Chart im Short-Modus. Und das ist jetzt definitiv der Fall so. Wir sehen hier die blau gestrichelte Linie, das war die Nackenlinie von einem Double-Top, wie wir es hier sehen. Linkes Top, rechtes Top und Break nach unten. Und jetzt haben wir sogar den wichtigen Support hier bei 1,5767 gebrochen. Und ja, wir haben aber jetzt schon einen ziemlich starken Down-Move hinter uns. Also der ist schon recht straight nach unten gerichtet. Dementsprechend kann man jetzt schon mit einem Reversal rechnen. Vielleicht ein Retest hier bei der 1,5767 oder eventuell von der Nackenlinie hier bei der 1,5825. Wenn es ganz weit läuft, dann vielleicht sogar hier in Richtung 1,5910, was auch ein wichtiges Level war. Mehr kann ich mir da aber nicht vorstellen. Sprich, der ist jetzt erstmal mit einem Short-Mode eingedunkt und hat jetzt wirklich erstmal Platz hier runter in Richtung 1,5330 roundabout bis 1,5230. Schauen wir uns das auf einer kleineren Timeframe an. 4-Stunden-Chart sehen wir auch nichts Unnormales. Wir sehen, wir sind ziemlich stark runtergelaufen, haben hier ein bisschen eine Nackenlinie. Hier in blau eingezeichnete Linie für das Double Top gekämpft, haben die dann gebrochen, haben dann hier nochmal kurz an der 1,5767 ein wichtiges Support Level gehalten, kleines Reversal an die Nackenlinie und dann sind wir hier auch durchgebrochen. Und ja, das sieht erstmal ganz gut aus für die Short Seite. Und ja, ein ähnliches Bild sehen wir jetzt auch hier im Stundenchart. Wir sehen das, wir haben hier eine Nackenlinie gekämpft, wir hatten hier auf der 1,3893 Level, wenn wir das rausgenommen hätten, hätten wir vielleicht vor dem Breakout auf der Short-Seite vielleicht nochmal ein kleines Reversal gesehen. Das haben wir nicht gesehen. Wir sind dann hier die Nackenlinie gebrochen, direkt hier auf den Support gelaufen, 1,5767, nochmal an die Nackenlinie vom Double Top und hier seitdem sogar mit Gap Down eröffnet hier runtergelaufen. Ja, so viel zum British Pound US-Dollar. Wie gesagt, wir könnten nochmal zurücklaufen. Kleines Reversal machen Richtung Nackenlinie vielleicht. Maximal hier in Richtung 1,5910. Das bleibt aber erstmal abzuwarten. Zumindest befinden wir uns jetzt auch auf einer größeren Timeframe im Short-Mode. Schauen wir uns den New Zealand Dollar, schauen wir zuerst den Aussie gegen den US-Dollar an. Wie gesagt, ich sagte da bereits beim Aussie gegen US-Dollar, dass der viel weiter schon runtergelaufen ist als der Kiwi, der New Zealand Dollar, US-Dollar. Und dass der Kiwi unter Umständen nachziehen könnte, das hat er gestern gemacht, deswegen kommen wir da gleich nochmal drauf. Wir sehen hier, der Aussie gegen den US-Dollar hat hier seinen kurzfristigen Aufwärtstrend-Kanal jetzt nachhaltig verlassen, ist jetzt hier auch in den Langfristtrend zurückgefallen, kämpft jetzt hier ein bisschen. Und kommt jetzt hier tendenziell wieder ein bisschen hoch, reversalt hier gerade ein bisschen. Das schauen wir uns jetzt auf einer kleineren Timeframe an. Sprich, hier haben wir einen Support auf der 1,0345. Bricht das, brechen wir hier sogar noch ein riesengroßes Double Top. Wir haben hier schon ein bearishes M gebrochen im kleineren Timeframe. Und hier brechen wir dann sogar ein ziemlich großes Double Top. Und dann haben wir Platz bis zu 1,0191. Schauen wir uns jetzt auf einer kleineren Timeframe an. Wir sehen das jetzt hier im 4-Stunden-Chart. Wir haben hier, ich habe es in rot eingezeichnet, hier dieser rote Kasten. Das war
mehr so die Nackenzone, das heißt Nackenlinie, die ein bisschen größer war, hier von der 86 hoch bis zur 93. Und hier haben wir das bearische M gebrochen, sind dann ziemlich stark runtergelaufen, das 61 Retracement seit der letzten Impulsbewegung rausgenommen. Haben aber hier auf dem Support, den ich bereits sagte, hier seit dem letzten Impulsmove auf der 103,95, das hat uns guten Support gegeben, erstmal gehalten und Reversal hier ein bisschen. Das sieht jetzt ein bisschen nach einem V-Bottom aus und ja, das bleibt aber dementsprechend abzuwarten. Wir sind hier vor dem Level bei der 104,68, was ein relativ wichtiges Level war. Also bevor erstmal gescheitert, schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal im Stundenchart an, sprich der Aussie befindet sich jetzt auch schon im Short und wir sehen das hier. Wir haben hier den Impulsmove nach oben bis in Richtung 106 knapp. Hier oben sehr, sehr wichtiges Level auf der 106,15. Das konnten wir nie wieder erreichen. Stattdessen machen wir hier ein bearisches M, was wir, wie wir eben gesehen haben, im 4-Stunden-Chart bereits gebrochen haben. Haben hier das 61er Retracement rausgenommen und hier quasi eine doppelte Resistance-Zone. Die wird im Stundenchart viel deutlich sichtbarer hier. War nochmal ein sehr, sehr wichtiges Level. Und deswegen hatten wir hier nochmal eine Support-Zone von 104,61 bis hoch zu 104,68. Die haben wir rausgenommen, sind in den Langfrist-Downtrend gefallen, haben aber erstmal hier auf der 103,95 als Support gehalten, haben jetzt hier reversalt und sind hier ziemlich genau in das Level gelaufen auf die 104,61. Und haben da jetzt erstmal gehalten. Das sieht jetzt erstmal aus, als würden wir jetzt hier vielleicht weitermachen in einem Short Move. Und wenn wir uns hier jetzt noch ein Fibonacci Retracement drauflegen, machen wir das mal in dem Fall in Rot, seit dem Short Move hier, seitdem der Short Move hier begonnen hat, dann sehen wir ziemlich genau, dass wir hier auch ungefähr bis zum 38,2er Retracement gelaufen sind. Das war auf der 104,58 hier und die 104,61 war eine wichtige Resistance jetzt. In dem Fall ist es auch vorhin Support. Aber die wechselnde Polarität, sprich Support wird zu Resistance und Resistance zu Support. Dementsprechend wurde dieser Support hier zur Resistance, wo wir jetzt erstmal gehalten haben, auch als 38er. Sprich, wir sind jetzt bis zum 38er korrigiert, laufen wir jetzt weiter runter. Sprich, das erstmal für einen sehr, sehr starken Downtrend. Das sollte man im Auge behalten, dass wir durchaus wieder runterlaufen könnten auf die 103,95. Und wenn die bricht, Moment, ich muss mal ganz kurz hier die Fibonaccis rausnehmen, das Zeichenwerkzeug, dann haben wir wirklich wieder Platz. Erstmal hier in Richtung 103,45. Ja, so viel zum Aussie gegen den US-Dollar, sprich, der hat schon 100% seiner kompletten Bewegung, wie wir hier sehen, mit dem Impulse-Move abverkauft. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Kiwi an. Ich sagte es bereits am Wochenende, ich gehe davon aus, dass der Kiwi nachzieht. Das hat er auch gemacht erstmal. Das sehen wir gleich auf einer kleineren Timeframe. Schauen wir das bei einer großen Timeframe an, Daily Chart. Und zwar haben wir hier zwischen zwei wichtigen Levels gehalten. Hier zwischen der 0,8352, was ein sehr, sehr wichtiges Breakout-Level und auch Support war. Als auch hier oben zwischen der 0,8470, das war ein wichtiges Resistance als Breakout-Level. Da sind wir nie hingekommen, auch hier sind wir dann wieder runtergelaufen und haben aber jetzt tendenziell erstmal auf der Aufwärtstrend-Kanallinie gehalten, als auch hier auf der langfristigen Downtrend-Linie. Wir sind hier noch nicht so weit nachgelaufen, wie das im Aussie war, obwohl die beiden auf einer großen Timeframe sehr, sehr gut korrelieren. Sprich, hier bleibt erstmal abzuwarten. Hier ist auf dem größeren Bild noch kein bearisches Szenario. Sprich, deswegen müssen wir hier erst nochmal ein bisschen abwarten. Allerdings, wie ich bereits sagte, er ist schon mal so ein bisschen nachgezogen. Wir haben hier die Impulsmove nach oben. Wir sehen hier auch ein bearisches M, was komischerweise ziemlich genau hier auf dem Level bei der 0,8352 liegt, was einen Support bietet. Und hier sind wir gestern ziemlich stark runtergelaufen, aber auch ziemlich stark wieder hochgelaufen, dass es hier so ein bisschen den Eindruck nach einem V-Button macht. Und wenn das hier dann noch in der Zone passiert, wo das hier auf die langfristige Downtrend-Linie als Support, als aus Aufwärtstrend-Linie ist, dann spricht das erstmal nicht für ein weiteres bärisches Szenario. Nichtsdestotrotz könnte das natürlich, wenn wir den Aussie sehen, durchaus noch weiter nachziehen und 100% dieser Impulsbewegung seit hier
auch nochmal abverkaufen. Das haben wir uns im Stundenchart hier eingezeichnet. Ne, haben wir nicht. Dann gehen wir nochmal zurück in den 4-Stunden-Chart. Dann zeichnen wir uns das hier nochmal ein mit dem Fibonacci Retracement. Und zwar haben wir hier die Impulsbewegung gehabt, ähnlich wie im Dow. Wie im Dow sage ich, wie im Aussie. Und ja, hier sind wir zwar auch schon unter das 61er gefallen, wie wir jetzt hier sehen, aber haben noch nicht 100% der Bewegung abverkauft, wie das im Aussie war. Sollte das hier der Fall sein, dass wir hier auch 100% der Bewegung abverkaufen, dann sieht das tendenziell erstmal nicht mehr so gut aus, weil dann brechen wir hier wieder in den Down, langfristigen Downtrend, als auch diese Aufwärtstrendkanallinie. Das bleibt hier dementsprechend abzuwarten, ob wir jetzt hier weitere Down-Moves sehen. Was relativ spannend ist, das sehen wir jetzt im Stundenchart. Wie gesagt, wir haben hier auch dieses bearische M gemacht und wir hatten hier quasi einmal den Support bei der 0,8352 als auch hier so eine Art Nackenlinie, eine kleine Resistance auf der 0,8335, die dann auch gebrochen ist, womit dann das bearische M gebrochen ist. Was mir jetzt nicht ganz so gut gefällt, ist, dass wir so weit Reversal sind, hier quasi im V-Bottom gemacht haben. Vielleicht war das aber auch einfach nur die Möglichkeit für viele hier in Richtung Gap Close zu traden, weil wir hatten hier ein Gap und dieses Gap ist jetzt geschlossen worden, sprich heute Vormittag geschlossen worden. Und ja, deswegen kann man durchaus davon ausgehen, dass wir unter Umständen nochmal weiter runterlaufen. Hier legen wir uns auch mal ganz kurz ein Fibonacci Retracement an die Short-Bewegung. Und hier sind wir nochmal übers 50er gelaufen, knapp bis vor das 61er. Und jetzt sieht das nochmal weiteren Down-Move aus. Was für mich wichtig ist, ich war hier eben kurz in der Short-Bewegung. Der Kurs hat allerdings hier auf dem Level gehalten. Auf der 0,8352. Sprich, der wollte eigentlich durch, dass ich den Trade erstmal auflöse und dass ich einen erneuten Trade mache, sobald wir hier wieder unter die Lows fallen. Von jener Kerze, ich zoome mir mal ein bisschen rein. Sprich, sobald wir wieder unter die 0,8352 fallen, unter die Lows von der Kerze hier, dass ich mir dann erneut einen Entry auf der Short-Seite suche und in dem Falle dann mit einem Stop hier über den Highs. Vielleicht kriegen wir dann einen schönen Swing Trade hier runter in Richtung Lows nochmal. Und ja, das wäre natürlich dann wunderbar und optimal. Das bleibt aber erstmal abzuwarten. So, wechseln wir direkt in den nächsten Chart. Wechseln wir in den Euro gegen den British Pound, da hat sich nicht viel verändert. Wir sehen das jetzt hier im Daily Chart. Sagt es bereits am Samstag, wir haben hier ein sehr wichtiges Level rausgenommen, die 0,8507. Da sind wir drüber ausgebrochen. Haben dann noch eine Folgekerze gemacht mit Gap Up drin. Heute machen wir einen leichten Daumen-Move. Und ich habe gesagt, ich könnte mir eine kleine Korrektur vorstellen. Vielleicht testen wir nochmal die Nackenlinie hier bei der 0,8507. Vielleicht laufen wir aber nochmal hier in diese ehemalige Resistance-Zone bei der 0,84 glatt bis zur 0,8420 zurück. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal auf einer kleineren Timeframe an. Ja, hier im 4-Stunden-Chart sehen wir erstmal nichts anderes, außer dass er jetzt ein bisschen runterkommt, ein bisschen korrigiert. Aber der hat immer ein bisschen korrigiert, nicht sehr stark, ist ziemlich parabolisch hochgelaufen. War mit einem sehr, sehr starkes Euro-Pair. Für mich wäre das jetzt für einen Long definitiv zu spät. Dafür für mich andere Levels wichtig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier haben wir einen leichten Support auf der 0,8464,5, dass wir bis hierhin nochmal reversen, also korrigieren. Das wäre natürlich sehr schön für einen Long-Einstieg. Im Maximalfall sehe ich aber hier die 0,8269. Mehr sehe ich da nicht bei einer Korrektur. Wie gesagt, der Wert ist wirklich stark und ziemlich parabolisch. Und ja, auch hier können wir ja jetzt mal, falls wir jetzt korrigieren, in einer größeren Timeframe vielleicht mal ein Fibonacci Retracement anlegen, hier im 4-Stunden-Chart, damit wir ungefähr die Möglichkeiten im Auge haben. Das zeichnen wir jetzt hier mal ein. Wir nehmen dann hier von dem letzten Low den kompletten Move bis nach hier oben. Und ja, dann haben wir durchaus Platz in Richtung. So, jetzt gehen wir wieder auf den Stundenchart zurück. Ja, und wie gesagt, 23er liegt kurz unter dieser Breakout-Level, das 38er kurz über diesem
Support, den ich eingezeichnet habe. Das heißt, wenn der jetzt wirklich korrigiert hat, er vielleicht hier in Richtung 38er Platz, dann ist es immer noch ein starker Trend. Und selbst wenn er in Richtung 50er Retracement hier auf den 083,36 läuft, ist die Welt auch noch in Ordnung für einen Aufwärtstrend. Wie gesagt, so parabolisch, wie er bisher hochgelaufen ist, muss das Ding früher oder später korrigieren. Das ist schon relativ stark. Das aber nicht unbedingt heißt, dass es jetzt sein muss. Er kann auch noch weiter parabolisch hochlaufen. Deswegen, bei Longs bin ich erstmal vorsichtig. Bei einer Korrektur könnte ich unter Umständen eine Swing-Position auf der Long-Seite vorstellen, weil der hat jetzt ganz eindeutig gezeigt, dass wir hier in einem starken Marktumfeld für den Euro sind gegen den British Pound. Schauen wir uns den Euro gegen US-Dollar an. Das ist auch nicht uninteressant. Wir sehen das hier im Daily-Chart jetzt ganz kurz. Wir sind hier eine Zeit lang zwischen zwei wichtigen Levels gependelt. Ich muss mal kurz mein Zeichenwerkzeug wieder rausmachen. Wir sind jetzt zwischen zwei wichtigen Levels gependelt. Hier der 1,32,76,77 Roundabout und hier oben einem wichtigen Zwischenhigh hier auf der 1,34 glatt. Da sind wir ausgebrochen und sind dann jetzt hier an ein sehr, sehr wichtiges Level gelaufen. Die 1,34,82 sagt es bereits, das hier oben ist ein sehr wichtiges Level. Das war nämlich der Kopf von der SKS, die im Mai 2012 auf der Short-Seite getriggert ist. Das könnte einen ziemlich starken Widerstand geben. Und genau da halten wir jetzt auch. Und das schauen wir uns jetzt auch auf einer kleineren Timeframe an. Hier ganz kurz der Blick in den 4-Stunden-Chart. Wir sehen, wir haben hier den Ausbruch gehabt, sind hier ziemlich punktgenau an dem Level hier oben gescheitert. Und jetzt sieht das so ein bisschen nach einer kleinen Korrektur aus, vielleicht hier in Richtung Ausbruchslevel bei der 1,34 glatt und dann weiterer Abrufen mit Breakout, das wäre optimal. Ja, wenn wir dann nochmal runterlaufen würden, vielleicht nochmal hier auf die 1,32,76,77, fände ich das nicht so rosig für einen weiteren Aufwärtstrend. Für nach dem Breakout ist ein Retest hier von der 1,34 nicht dramatisch, aber dann erwarte ich einen weiteren Abruf, weil er halt nicht ganz so parabolisch gelaufen ist, wie das der Euro gegen den British Pound gemacht hat. Ja, ähnliches Bild sehen wir jetzt auch hier im Stundenchart. Also nichts Dramatisches. Erstmal, wir befinden uns gerade in einer leichten Korrektur. Und hier die 1,34 glatt halte ich für nicht ausgeschlossen. Eventuell hier das wichtige High bei der 1,34,05. Ja, aber hier bleibe ich erstmal zurückhaltend. Finde ich gerade nicht ganz so spannend den Aussie, den Euro gegen den US-Dollar. So, und jetzt kommen wir auf den Euro gegen Aussie-Dollar, last but not least. Noch hier sehen wir jetzt was ganz Spannendes. So haben wir jetzt hier einen sehr, sehr starken Abruf auch gesehen. Wie wir sehen, über zwei Tage haben wir ein wichtiges Level bei der 1,2812 rausgenommen. Und ich sagte es bereits hier, die 1,2910 bis 1,2990 ist so eine gewisse Resistance Zone. Wir schauen uns das nochmal reingezoomt an. Und dann sehen wir, dass das hier ein relativ wichtiges Level auch in der Vergangenheit war als Support. Und jetzt wirkt es als Resistance. Und mit ein bisschen Kreativität könnte man jetzt natürlich sehen, wir machen hier, könnten hier eine riesengroße inverse SKS triggern. Hier die linke Schulter. Hier sind wir schon mal hoch in jenes Level gelaufen. Runter, Kopf. Und jetzt könnten wir hier die rechte Schulter bilden. Und ja, und hier in dem Level sind wir jetzt auch mal gestoppt bei der 1,2910 Roundabout. Mal ganz kurz drüber gedippt. Wir schauen uns das jetzt auf einer kleineren Timeframe an. Schauen wir uns das mal im 4-Stunden-Chart an. Wir sehen, wir haben hier einen sehr, sehr schönen starken Abmove gesehen. Breakout über die 1,2812. Das kam ziemlich stark. Ja, und hier in der Resistance Zone 1,2910 bis 1,2990. Wir sind kurz über die 1,2910 drüber. Ein bisschen Richtung 1,2959 und machen jetzt hier den Downmove, die Korrektur. Idealerweise läuft er hier noch bis zu 1,2812 und läutet dann einen weiteren Abmove ein. Nichtsdestotrotz wäre es auch nicht dramatisch, wenn er unter Umständen ein bisschen weiter korrigiert. Nehmen wir mal hier den letzten Abmove von hier bis hier die letzte Impulsbewegung. Also es wäre sogar nichts Dramatisches. Hier die 38 liegt genau auf dem Level hier bei der 1,2812. 6 Punkte drüber. Selbst bis zum 50er Retracement wäre das nicht die Welt, was hier auf dem Level bei 1,2774 liegt. Ja, das machen wir wieder raus. Das war nochmal kurz zur Veranschaulichung. Und
Hier bleibt das weiter entspannend. Wir schauen uns das auch ganz kurz im Stundenchart an. Und ja, hier sehen wir selbiges, einen Up-Move und sind hier oben an der Resistance gescheitert. Ja, dementsprechend, das war es auch schon für heute von dem Update. Das wird auch gleich als Video bereitgestellt und Fragen können jetzt gleich gestellt werden. Ich wünsche allen noch eine erfolgreiche Resthandelswoche und wir hören uns wieder am Donnerstag um 18 Uhr zum FX&WP Forecast Update.